um die Extrazeit ein bisschen zu nutzen, könnte man doch einfach die Klappe halten. Oh mein Gott, du fusselst voll. Hör auf zu fusseln. Und warum hast du da so ein krüppeliges Blatt? Das gefällt mir nicht. Ach, das war das Blatt, was auf dem Boden gewachsen ist. Stimmt. Kann nichts dafür, die Pflanze. Sie ist einfach zu lang. Hallo, liebe Pflanzenfreunde, und willkommen in meinem Zuhause, in dem ich momentan außerordentlich viel Zeit verbringe, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Und ich finde, wie kann man die Zeit besser nutzen, als was über Pflanzen zu lernen? Deswegen gibt es heute für euch ein Pflegetipp-Video, und zwar zu dieser wunderschönen Efeutute, die ich hier gerade so lässig als Liane trage wie Jane. Und die gehört zu meinen absoluten Lieblingspflanzen, deswegen möchte ich sie euch super gerne vorstellen. Und wer mein 5 Pflanzen für Anfänger-Video gesehen hat, weiß auch, die ist super einfach zu pflegen. Ja, und ich denke tatsächlich, ich glaube, es macht Sinn, mit dem Wuchs anzufangen bei dieser Pflanze, weil, wie ihr hier bei mir sehen könnt, rankt die einfach vom Topf oben nach unten wie eine Liane. Und das kann man mit allen Efeututen so machen, ähnlich wie bei den Philodendren. Aber ihr habt noch eine andere Möglichkeit, und zwar dadurch, dass diese wunderbare Pflanze hier, wie man sehen kann, solche Luftwurzeln ausbildet an den, naja, Knotenpunkten, würde ich einfach mal sagen. Könnt ihr die auch an einem Moosstab hochbinden. Die Pflanze wird sich dann verwurzeln mit diesen Luftwurzeln und hochranken. Das geht auf jeden Fall auch. Und ich habe gehört, dass die Blätter der Pflanze dann größer werden sollen. Weil es gibt tatsächlich Exemplare in wärmeren Gebieten, wo die Pflanze wirklich auch natürlich herkommt, wo Blätter so und größer sein können. Das ist bei der natürlich jetzt hier nicht der Fall. Die sind relativ klein, aber wie gesagt, ich habe gehört, wenn man sie hochbindet, werden sie automatisch ein bisschen größer. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen für einige von euch. Lasst uns über den Standort reden, und wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich hier gerade nicht an der hellsten Stelle in meinem Zimmer. Ich bin circa 3 Meter entfernt vom Fenster, das ist ein Westfenster, also es kommt jetzt zwar ein bisschen Licht rein, aber am meisten Licht kommt dann eher gegen Abend bzw. Nachmittag. Und ja, dass diese Pflanze hier etwas dunkler steht, macht aber überhaupt nichts, denn die mag es sowieso eher absonnig, also keine direkte Sonne, und kann bis halbschattig stehen. Und das macht sie hier auch. Also gerade bei dieser Efeutute Golden Pathos, das ist diese hier, die ich gerade auch um den Hals gewickelt hatte, macht das überhaupt nichts. Sie bekommt einfach nur weniger Panaschierung, wenn sie dunkler steht. Also hier sieht man die neueren Blätter, die jetzt im Winter gewachsen sind, wo es hier wirklich arg dunkel waren, sind sehr, sehr grün. Und die, die sie im Sommer bekommen haben, sind teilweise echt weiß. Und das, obwohl sie schon sehr, sehr lange hier an diesem Standort steht. Allerdings müsst ihr ein bisschen darauf achten, es gibt ja auch andere Efeututensorten, wie zum Beispiel die Efeutute Neon. Und die mag es gerne etwas heller. Man sieht, die wächst gerade nicht so schnell, obwohl ich die ähnlich lange habe, weil sie lange zu dunkel stand. Und dadurch, dass sie diese helle Blattfärbung hat, steht die einfach ein bisschen heller, besser und wächst dann auch besser. Deswegen steht die auch ein bisschen weiter hier vorne. Und das Gleiche. Ah, mal heute keine Pflanze runterwerfen, ha? Das gleiche gilt auch für die Efeutute Enjoy, die ich hier habe. Die steht hier viel zu dunkel, und da kann ich euch sehr gut dran zeigen, was dann passiert. Also hier haben wir die oberen Blätter, die waren schon da, als ich die Pflanze gekauft habe. Und hier an den untersten Blättern sieht man, dass sie zwischendurch viel zu dunkel stand. Da bekommt sie so ganz, ganz kleine Blätter. Ist sehr, sehr langsam gewachsen und hatte auch so ein bisschen Krüppelwachstum. Und ja, hier die neuesten hängen jetzt unter der Pflanzenlampe. Die sind wieder schön groß und vernünftig. Und ich denke mal, sobald die jetzt wieder ein bisschen heller steht, erholt die sich auch und bekommt wieder vernünftig große Blätter. Vielleicht noch als kleiner Zusatz zu den Efeututen und ihrem Standort. Wir sprechen ja immer von Zug- und Heizungsluft, zum Beispiel die Calatheas mögen das gar nicht. Bei den Efeututen ist es empfehlenswert, sie davor zu schützen, einfach weil keine Pflanze diese Bedingungen irgendwie wirklich gerne mag. Aber ich habe festgestellt, ich hatte die sowohl schon am Fenster hängen, was offen war, das war vollkommen okay, als auch in Heizungsnähe.
Und meiner Erfahrung nach macht das jetzt nicht so viel aus. Was ich mir vorstellen könnte, was ich nicht probiert habe, ist das Winterluft. Also wenn man im Winter das Fenster aufmacht, dass das einen Schaden anrichten könnte. Aber wie gesagt, da habe ich keine Erfahrungswerte. Allgemein wird eher geraten, die Pflanze vor Zug- und Heizungsluft zu schützen. Aber wie gesagt, ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, sich einfach mal nicht daran zu halten. Das müsst ihr vielleicht für euch ausprobieren. Wenn ihr aber Schäden an der Pflanze feststellt, dann könnte es daran liegen. Das Substrat bei dieser Pflanze ist denkbar einfach. Diese Pflanze hier steht einfach in ganz normaler Blumenerde. Da ist nicht mal irgendwie Pinienrinde oder Ceramis untergemischt. Das war eine der ersten Pflanzen, die so wirklich hier eingezogen sind. Und die fühlt sich in Blumenerde echt wahnsinnig wohl. Extras gehen natürlich immer, sind aber nicht zwingend notwendig. Und was ich auch schon oft gehört habe, ist, dass diese Pflanze auch wahnsinnig gut in Hydrokultur wächst. So rum. Ach so, apropos Hydrokultur. Ich hatte noch nie eine Hydrokultur, aber ich habe Bock. Und wenn ihr auch Bock habt, dass ich einfach mal mit ein paar Pflanzen ausprobiere, wie so eine Hydrokultur aussieht, wie wechsle ich auf die Hydrokultur, wie mache ich das, dann lasst doch einen Kommentar ab oder stimmt hier oben irgendwo ab, ob ihr so ein Video sehen wollt und dann bereite ich das für euch vor. Die Temperaturen bei der Efeutut spielen gar keine so große Rolle, denn die passt sich wunderbar einfach an die Raumtemperatur an. Also sowohl im Winter, wo die ja so einen kleinen Wachstumsstopp einlegen, da waren hier immer so 18, 19 mal 20 Grad, fand die super. Als auch im Sommer, wo hier in der Dachgeschosswohnung wirklich 40 Grad und mehr waren, teilweise wenn die Sonne drauf gestanden hat, hat sie sich auch wohl gefühlt. Also um die Temperaturen braucht ihr euch bei dieser Pflanze wirklich keine Sorgen machen. Nur falls ihr sie im Sommer draußen stehen habt, vergesst sie nicht rechtzeitig reinzuholen. Unter 14, 15 Grad würde ich die Temperaturen nicht fallen lassen, auch nachts nicht. Und dann würde ich anfangen, die Pflanze wieder reinzuholen. Auch was die Luftfeuchtigkeit angeht, ist diese Pflanze wirklich denkbar einfach. Also die hat hier echt alles durch. Im Sommer kann es hier gut mal 60-70% Luftfeuchtigkeit haben, manchmal auch mehr. Einfach dadurch, dass es in der Dachgeschosswohnung ziemlich warm wird. Und wenn ich die Pflanzen alle gegossen habe, verdunstet das Wasser natürlich. Und dann habe ich hier ein richtig schön humides Klima. Findet die super, genauso wie ich jetzt bei den Heizungstemperaturen bzw. der Heizungsluftfeuchtigkeit keinen wirklichen Unterschied festgestellt habe. Also wie man sehen kann, ich habe an keiner Pflanze irgendwie knusprige Blattspitzen. Solltet ihr das doch mal bekommen, müsst ihr vielleicht gucken, ob die Luftfeuchtigkeit bei euch doch zu niedrig ist. Aber das werden euch spätestens auch andere Pflanzen sagen, die ihr habt. Ich finde, die passt sich super dem Raumklima an und deswegen ist sie auch so einfach zu pflegen. Beim Thema Gießen mache ich mir bei dieser Pflanze tatsächlich kaum Sorgen machen. Egal, ob es jetzt diese Efeutute Marble Queen ist oder die Neon oder die Golden Pathos. Alle sind ziemlich einfach, was das Gießen angeht. Also manchmal vergesse ich die auch einfach. Eine Woche mal macht denen gar nichts aus. Generell kann man sagen, einfach mal mit dem Finger nachfühlen, ersten 2 bis 3 cm. Ist es trocken, kann man mal nachgießen. Ist es nicht trocken, ist es perfekt. Und bei mir stehen alle Pflanzen so, dass das Wasser in irgendeiner Weise ablaufen kann. Bei dieser hier durch das Drainageloch. Die hat unten einen Untersetzer drunter und die steht in Plastik in dem Übertopf. Also überall kann ich überschüssiges Wasser einfach abgießen. Das ist also gar kein Problem. Und falls diese Pflanze wirklich mal zu wenig Wasser bekommt, dann fangen sich an, die Blätter einzurollen. Und dann wisst ihr ziemlich sicher, dass sie Durst hat. Wenn sie dabei allerdings noch gelb werden, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dann könnte es auch Staunässe sein, also dass die Wurzeln kaputt sind. Was ähnliche Symptome dann hat wie Verdursten, einfach weil die Pflanze halt kein Wasser mehr aufnehmen kann. Und dann habt ihr vielleicht zu viel gegossen. Kommen wir zum Düngen. Gedüngt werden muss jede Pflanze irgendwann mal. Also jede Topfpflanze braucht irgendwann ab einem Punkt Dünger. Und gerade die Efeutute, die super schnell wächst, also diese Golden Pathos hat vom Schrank oben bis unten auf den Boden circa 4-5 Monate gebraucht. Seitdem stutze ich die immer, sobald sie wieder unten angekommen ist. Eine Pflanze, die so viel wächst, braucht auch Dünger. Und deswegen dünge ich in der Wachstumsphase. Also das fängt jetzt so langsam an, ab April bis Oktober circa, alle 2 Wochen mit einem Flüssigdünger in normaler Dosierung, so wie es auf der Packung steht. Ihr könnt auch alle 4 Wochen düngen, Hauptsache ihr düngt irgendwie ein bisschen, damit die Pflanze halt die Nährstoffe zum Wachsen bekommt.
Winterpflege der Efeutute. Ich habe eben schon mal gesagt, dass sie mir im Winter gar keine Probleme gemacht hat. Ich habe das Düngen eingestellt. Ich musste sie einfach weniger gießen. Aber wie gesagt, das kann man ganz einfach nachtesten, indem man mal den Finger in die Erde steckt. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht viel verändert. Sie ist halt nicht mehr so viel gewachsen. Und wie ich eben schon bei dem Standort gesagt habe, vorher hatten die Blätter halt diese starke weiße Färbung. Und dadurch, dass dann weniger Licht da war, gab es dann weniger. Aber das macht absolut nichts und ändert sich dann auch wieder, sobald wieder mehr Licht vorhanden ist. Also auch Winterpflege braucht ihr im Prinzip nichts umstellen. Bleibt alles so, wie es ist. Ein letzter Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen könnte, ist die Vermehrung. Die ist super einfach über Stecklinge bei dieser Pflanze. Wie ich schon gesagt habe, ich kürze die ein, wenn die unten auf dem Boden aufkommt. Und dann stecke ich diese Halme einfach ins Wasser. Am besten immer die Knotenpunkte nehmen, wo die Luftwurzeln rauskommen. Die Luftwurzeln entwickeln dann Wasserwurzeln. Und nach 2-3 Monaten könnt ihr dann die neue Pflanze einpflanzen. Ist also wirklich super leicht. Und ja, ich stelle das mal kurz hier ab. Das wäre es dann auch gewesen zu meinem Video über die Efeututen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Über die Stecklingsvermehrung mache ich übrigens im nächsten Video. Könnte sein, dass das schon nächste oder übernächste Woche kommt. Ich weiß es noch nicht. Und falls ihr noch Videowünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich gucke da immer super gerne rein. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde mich super viel freuen. Und ja, mehr von mir seht ihr auf meinem Instagram-Account. Den verlinke ich auch nochmal ganz flugs hier unten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende und ciao! Die Horn. Bei meinen Haaren machen mir in letzter Zeit solche Probleme. Ich bin so froh, wenn ich wieder einen Friseur aufsuchen kann. Solange bleibe ich die Meerjungfrau auf Crack.